eben überhaupt keinen Spickzettel dran kleben. So. Kurzes Update-Video zu Kjell Baut. Ich habe die letzte Zeit ein wenig viel off-Kamera gearbeitet. Lackiererei, Auspuff auf, Ausbrennen und so ein Gedöns. Brauche ich nicht unbedingt alles auf Kamera aufnehmen. Deshalb gibt es diese Woche auch kein Bauvideo. Nächste Woche wird es dann gegen Wochenende wieder irgendwas geben. Aber es soll ja nicht gänzlich ohne Video ausgehen diese Woche. Deswegen dieses kurze Update-Video, in dem ich gar nicht so viel zu erzählen habe. Zum Beispiel hat mir seine Perla-Bilder geschickt. Die könnte ich ja theoretisch mal hier wunderbar einblenden, da. So 4:3 in dem Format. Damit ihr mal wisst, wo die geblieben sind. Oder wo einige der Perla geblieben sind von den Gewinnen. Ansonsten hatte ich eine Frage in der Mailbox, ob ich Sticker habe. Allerdings nur eine Frage. Nein, ich habe keine Sticker. Wäre sowas etwas, was angenommen werden würde, wenn jetzt mehrere Leute daran Interesse bekunden, Sticker von Kjell Baut haben zu wollen und irgendwo drauf zu kleben, was theoretisch Werbung für mich ist, wäre ich bestimmt nicht gegen sein. Allerdings für einen, da so einen 100er Bogen in Auftrag geben, werde ich auch nicht. Also, Frage, möchte jemand Kjell Baut Sticker haben? Antworten entweder unten in den Kommentaren, im Circuitboard oder bei Facebook. Werden wahrscheinlich dann nur so rechteckige Schriftzug-Sticker theoretisch werden, die irgendwo bei MyFolio oder Vistaprint oder was auch immer gedruckt werden. Puh, theoretisch. Ich könnte ja mal einen Entwurf machen. Rechne an, Gedudel an, Zeitraffer an. Haben wir doch noch ein bisschen Kjell Baut in dieser Episode. Auch wenn ich mal am PC gebaut habe. Aber ist ja auch Arbeit. Aber das macht ja nichts. So ungefähr habe ich mir die Sticker dann vorgestellt. Die sind jetzt nur erstmal auf Fotopapier ausgedruckt. Ah, damit man sich das mal vorstellen kann. Eventuell mache ich davon auch noch ein Foto und blende das ein oder wie auch immer. Ja. Falls jemand Sticker haben will, Bescheid sagen. Wie gesagt, für einen Sticker kann ich leider keine große Maschinerie da in Gang setzen. Aber falls da mehr gewollt, gemocht, gegernhabt werden, bin ich gern bereit, da ein paar zu drucken. Und dann, wie gesagt, frankierter Rückanschlag. Und dann halt, wie gesagt, per frankiertem Rückumschlag hieß das so. Ich glaube, das hieß immer so. An mich dann. Einen Brief packe ich ein, zwei Sticker rein oder wie auch immer und dann gucken wir weiter. Viel mehr habe ich echt nicht. Wollt euch nur mal so auf dem Laufenden halten. Denkt an Ja oder Nein zu den Stickern. Vielen Dank nochmal an. Ich weiß gar nicht, ob ich das Namen nennen darf. Wahrscheinlich muss ich ihn rauspiegen. Distortion Noise, glaube ich, bei YouTube. Ja. Also ich darf nicht sagen, dass er Lukas heißt. Ja, so ist es halt. In diesem Sinne noch einen schönen Tag. Ich denke, das wird Montag sein. Tschüss und Ahoi.